Im siebten Anlauf soll die bislang magere Statistik von RB Leipzig im DFB-Pokal aufpoliert werden. Mit dem VfL Wolfsburg muss heute 18.30 Uhr ein echter Brocken aus dem Weg geräumt werden. Die Partie wird nicht einfach. In der Bundesliga-Hinrunde haben wir gegen die Wölfe verdient verloren. Daraus haben wir unsere Lehren gezogen, sagte RB-Cheftrainer Ralf Rangnick. Für den sächsischen Bundesligisten, der in Runde 2 die TSG Hoffenheim mit 2:0 und davor Viktoria Köln mit 3:1 ausschaltete, wäre der Einzug in das DFB-Viertelfinale im Jahr des 10-jährigen Beste Hens ein Novum. Pokalsensation: Bei ihrem Pokaldebüt 2011/2012 besiegten die Leipziger als Sachsen-Pokalsieger und Regionalligist ausgerechnet den VfL Wolfsburg mit 3:2. Damals stand Trainer Felix Magath an der Seitenlinie des VfL, auf dem Platz stand mit Hasan Salihamidzic der heutige Bayern-Sportdirektor. Bei bislang 6 Pokalteilnahmen kamen die Sachsen nie über das Achtelfinale hinaus. Nach dem Coup gegen Wolfsburg 2011/12 scheiterte RB in Runde 2 daheim gegen Augsburg 0:1. Die Fuggerstädter stoppten Leipzig auch 2013/2014, da aber schon in Runde 1 0:2. In der Saison darauf kam RB als Zweitligist bis ins Achtelfinale, scheiterte daheim aber an Wolfsburg 0:2. Mit Trainer Rangnick ging es 2015/2016 nach dem Spielabbruch beim VfL Osnabrück wegen eines Feuerzeugwurfes in Runde 2, wo das aus bei der SPVGG Unterhaching 0:3 kam. 2016/2017 dann das Erstrundenaus bei Dynamo Dresden im Elfmeterschießen 4:5. In der Vorsaison ging das Elfmeterschießen daheim gegen den FC Bayern München ebenfalls 4:5 aus, allerdings in Runde 2. Torhüterwechsel, der Einsatz von Stammkeeper Peter Gulexi, der schon beim 3:0-Sieg in Hannover wegen muskulärer Probleme ausgewechselt werden musste, entscheidet sich kurzfristig. Wir werden kein erhöhtes Risiko eingehen. Dann bringe ich lieber den uneingeschränkt einsetzbaren Yvonne Fogo. Dafür haben wir ja 3 erstklassige Torhüter, betonte Rangnick Personal. Nach den längerfristigen Ausfällen von Dayo Upamecano, Amadou Haidara, Emile Smith-Rowe und Kevin Campbell muss Ralf Rangnick nun auch um Lukas Klostermann, Diego Demme, beide Wadenprobleme, sowie um Marcel Sabitzer, Erkältung, bangen. Marcelo Saracchi ist rot gesperrt, der Einsatz des zuletzt wegen einer Grippe pausierenden Timo Werner fraglich. Beim VfL scheint die Rückkehr von Kapitän Josua Aguilar-Wogui möglich. Mehdi Adduktorenprobleme und Felix Klaus Muskelverhärtung fallen wohl weiter aus. Wir sind im Moment in einer Phase, wo wir insgesamt besser drauf sind, auch als Mannschaft. Wir wissen, dass wir in den letzten 4 Pflichtspielen 9 von 12 möglichen Punkte geholt haben. Wir wollen zum ersten Mal in der Geschichte des Vereins unter die letzten 8 im DFB-Pokal kommen, RB-Cheftrainer Ralf Rangnick. Es ist einer der stärksten Gegner, die man auswärts haben kann, will Cheftrainer Bruno Labbadia.